Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 2020 Miking Karriere mit Alibaba Racing in der dritten Saison. Es sind nur noch zwei Saisonrennen, die vor uns liegen und wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Brasilien. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch zwei große Herausforderungen vor uns, die aber gar nicht allzu groß sind, muss man einfach mal so feststellen an der Stelle. Wir sind relativ safe auf Platz 2. Wir müssten schon zweimal ausfallen und der Vettel zweimal aufs Podium fahren, was sehr gut kann, wie man hier bei den letzten Ergebnissen auch sieht. Aber ich denke, wenn wir jetzt in Brasilien in die Punkte fahren, haben wir es wahrscheinlich geschafft. Wir müssen mal schauen, wir haben nämlich auch eben noch den Rivalenkampf mit Vettel offen. Das heißt, es geht nicht nur um den zweiten Platz, sondern hier auch um unsere Ehre. Ich denke, wir haben gute Chancen, wenn wir das Qualifying hinbekommen, dass wir da letzten beiden Rennen noch einen Vettel überholen werden hier bei dieser Rivalitätsanzeige. Aber schauen wir mal, wenn das nicht klappt, ist es auf jeden Fall das, was am wenigsten schlimm ist. Ja, bevor es nach Brasilien geht, dürfen wir mal wieder ein paar Aktivitäten planen. Ich glaube, wie gesagt, auch schon beim letzten Mal ist es nicht so wirklich relevant, was wir noch machen, aber ich denke, hier kriegen wir ein paar Ressourcenpunkte. Das hilft uns auch nochmal, die Teile zu retten für die nächste Saison, die wir zwar nicht mehr selber fahren werden, aber vielleicht werden wir sie simulieren. Ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich da noch das ein oder andere Video dazu nachträglich liefern und schauen, wie hier die Karriere weitergeht. So ganz abschließend kann ich, glaube ich, noch nicht damit. Ich will einfach schon noch wissen, was da noch so für Fahrerwechsel oder ähnliches passieren. Vielleicht werde ich da einfach ein paar Rennen durchsimulieren und das dann als Video verpacken. Mal schauen, was da dann so rauskommt. Ich kann noch nichts versprechen, aber vielleicht wird das noch das ein oder andere abschließende Simulationsvideo geben. Machen wir hier jetzt aber noch kurz weiter. Es gibt sowohl hier beim Schwerpunkt Chassis als auch bei Aero-Ausrüstungs-Upgrade nochmal Ressourcenpunkte. Deshalb mache ich das jetzt hier, damit wir da noch ein paar mehr Punkte mitnehmen können. Und ja, wir müssen mal gucken bei Forschung und Entwicklung. Das ist jetzt quasi die zweite große Herausforderung, die ich meinte. Es sind ja so viele Teile jetzt noch offen, verlieren werden für die nächste Saison. Aber ich denke, wenn wir uns einigermaßen um ein paar große und ultimative Upgrades kümmern, dann ist das Ganze nicht so schlimm. Und ich glaube, da haben wir mehr Ressourcen und gerade übrig und Reserven als die anderen Teams. Wir gehen hier auf jeden Fall mal noch auf ein, zwei Upgrades beim Triebwerk, bevor wir dann wieder zum Chassis springen. Ja, und dann können wir auch schon weiterspulen. Das Einzige, was hier noch spannend wird, ist am 10. November. Da sollen jetzt die Rotoren erneut ankommen. Es ist ja da auch mit 100% ja, Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Wir haben ja da noch ein bisschen Zeit verloren und ist das ein Punkt, dass wir die zum zweiten Mal entwickeln mussten. Und ich fürchte, dass wir jetzt hier tatsächlich auch wieder das Rote haben. Das ist ziemlich dumm irgendwie, finde ich. Ja, wir haben quasi das alte Teil nochmal neu entwickelt und jetzt müssen wir es auf die neue Saison anpassen. Also ganz cool ist es nicht gemacht, wenn das gerade so zwischendrin ist, finde ich. Da könnte man einfach die Zeit verlängern, quasi nicht nochmal neue Ressourcenpunkte ausgeben müssen. Aber gut, das ist weniger schlimm. Ich denke, wir machen einfach das Beste draus. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu tun, würde ich sagen, hier vor dem Grand Prix von Brasilien. Das heißt, wir springen direkt ins Qualifying. Und damit herzlich willkommen im Qualifying. Es sieht ganz schön düster aus hier und es soll auch im Verlauf oder im späteren Verlauf des Qualifyings regnen. Wir versuchen jetzt also möglichst schnell in Q1 eine gute Runde zu erzielen, auch wenn wir hier auch wieder mit einem Kaltstart hingehen, die erste Runde jetzt seit der letzten Saison hier in Brasilien. So, wir sind jetzt schon am Ende der zweiten schnellen Runde. Die erste Runde war noch nicht gut, in der zweiten hatten wir jetzt ein bisschen Verkehr, war auch noch nicht perfekt, aber damit sollten wir doch hoffentlich einigermaßen sicher sein, oder? Nein, das sieht gar nicht so gut aus und jetzt vergesse ich hier ganz zu bremsen, fahren in den Ausgang. Und es bahnt sich ein Desaster an, die katastrophalen ersten zwei Runden könnten uns jetzt zum Verhängnis werden, weil es doch jetzt schon tröpfelt. Wir sind jetzt aber mit einem frischen Satz weicher Reifen rausgefahren und hoffen, dass wir jetzt noch eine schnelle Runde erzielen können. Zum Glück ist die Runde ja nicht so lange in Brasilien. Trotz leicht feuchter Strecke auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung, wenn auch nur eine kleine, um ca. 13 Sekunden. Aber schaffen wir es damit doch bitte in Q2. Platz 16. Wir sind auf dem Hot Seat und Norris ist noch hinter uns. Das Bangen hat ein Ende. Wir haben es gerade so im Q2 geschafft. Auch Nick de Vries, ich denke zum ersten Mal in der Saison,
seinen Williams mal in Q2 und ja, so ein bisschen dem Regen geschuldet. Lando Norris hat da wohl auch keine wirklich schnelle Zeit mehr hingebracht, wobei die Williams auch echt nah dran sind, muss man sagen, hier von den Zeiten. Und ja, uns fehlt über eine Sekunde nach vorne. Ich hoffe mal, dass wir jetzt dann gleich bei gemischten Bedingungen eine bessere Runde hinbekommen. Super rutschig jetzt hier. Boah, das wird richtig schwierig. Ich glaube, wir können uns schon mal gedanklich von Q3 verabschieden, weil die KI ja doch super stark ist bei solchen Konditionen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe jetzt die Schwierigkeit noch um 1 runtergestellt. Wir sind in Q1 bei der Schwierigkeitsstufe 101 102 unterwegs gewesen und jetzt sind wir auf 101 unterwegs. Wir sind nochmal 1,5 Sekunden schneller, aber ich glaube, Russells Bestzeit ist 3 Sekunden schneller, als wir das waren. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig, hier eine gute Runde zu fahren. 1,15,8, 10. aktuell. Die Runde auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung, aber reicht das? Aktuell Platz 9. Und es ist dann tatsächlich noch ein Desaster geworden. Ich habe mich dafür entschieden, in den letzten 2 Minuten nicht nochmal rauszufahren. Also die zweite Runde auf dem Reifensatz, die war ein Tick schlechter. Und dann bin ich noch in die Box, aber nicht nochmal rausgefahren wegen 2 Minuten. Und vielleicht hätte uns das noch den Einzug in Q3 beschwert, weil die Strecke noch ein bisschen weiter abgetrocknet ist. Und das hat dazu geführt, dass alle nochmal eine halbe Sekunde schneller gefahren sind. Wir waren 9. mit unserer Runde und jetzt leider müssen wir von Platz 15 ins Rennen gehen. Das ist natürlich alles andere als eine gute Ausgangsposition. Und letztlich hat es dann irgendwie keine Überraschung gegeben, außer dass Russell nicht die beste Zeit gefahren ist. Aber das wird er bestimmt in Q3 noch machen. Schade, aber mal schauen. Wir werden dann das Beste von Platz 15 machen. Wir haben gerade die Startaufstellung gesehen und tatsächlich konnten wir jetzt noch einen Platz nach vorne kommen wegen der Grid-Verschiebung. Ich glaube, Perez musste nach hinten versetzt werden. Russell wie immer mit der Pole-Position. Das war ja gefühlt jetzt wirklich in jedem Rennen so, wenn nicht sogar wirklich in jedem Rennen so. Da müsste ich mal nochmal nachschauen. Ja, mal schauen, was wir jetzt machen können. Wir haben 2 Möglichkeiten. Es wird auf jeden Fall eine 1-Stop geben. Es wird auch nicht regnen voraussichtlich. Das heißt, ja, mit einer 1-Stop kommen wir gut ans Rennende. Mit Trockenreifen natürlich und ich würde sagen, wir drehen hier mal wieder die Strategie um, so wie wir das gewohnt sind. Das mache ich mal kurz. Ja, allerdings bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also das wäre hier einfach die umgedrehte Strategie. Das ist immer ein Tick langsamer, wenn man auf den harten Reifen beginnt, eben wegen des höheren Gewichts im Tank, wenn man da die schlechteren Reifen hat. Allerdings komme ich hier maximal auf 20 Runden runter und das geht noch. Das heißt, die maximale Zeit oder die maximale Rundenanzahl mit den weichen Reifen wird hier auf 16 geschätzt. Jetzt habe ich aber zufälligerweise auch gesehen, dass wir problemlos eigentlich mit den Medium-Reifen 20 Reifen fahren können. Das ist gleichzeitig die maximale Zeit für den Medium-Reifen. Maximale Abnutzung 62%. Und ich glaube, wir können uns riskieren, weil dann genau diese 16 Runden übrig bleiben. Auch wenn mir hier der Assistent es nicht zulässt, dass ich jetzt einen Stop wieder entferne, aber dass wir da einfach Medium Soft fahren. Und ich glaube, wenn wir das machen, ich mache das mal quasi so, auch wenn es nicht ganz stimmt, dann haben wir doch die besten Reifentypen am Start und können dann so hoffentlich ins Ziel fahren, ohne auf den harten Reifen zu fahren. Und am Ende haben wir den Vorteil mit den Weichen. Wir probieren es einfach aus, wir haben nichts zu verlieren von Platz 14. Ja, interessant zu sehen ist auch, dass es ein paar unterschiedliche Strategien gibt. Während Russell zum Beispiel auf den weichen Reifen losfährt, hat Bottas mit dem Medium in Q3 geschafft. Im Moment stimmt gar nicht, da war Regen. Der fährt einfach aus freien Stücken auf dem Medium-Reifen los. Genauso wie Ocon, Quert und Gasly, beide Alpha Tauri, starten mit dem harten Reifen. Der Rest des Felds ist auf weichen Reifen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Einmal für Russell vorne und dann auch, wie sich die beiden Alpha Tauri schlagen. Das finde ich jetzt sehr spannend an der Stelle.
So, gleich nehmen wir unsere Startposition ein in Brasilien. Sehr eng beieinander, das Startfeld hier bis zur ersten Kurve. Das wird immer richtig eng. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, hier an Gasly vorbeizukommen, dass er uns mit den harten Reifen nicht aufhält. Und ja, ich hoffe, das klappt, auch wenn alle um uns herum mit den weichen Reifen am Start sind. Los geht der Grand Prix von Brasilien. Schlechte Ausgangslage, aber wir werden das Beste draus machen, hoffentlich. Ja, deutlich schwacher Start von den beiden Alpha Tauri. Das hatten wir jetzt hier krass gesehen, dass wir endlich mal einen guten Start hatten. Und dann wird es hier ganz eng. Neben uns immer noch ein Alpha Tauri. Aber wir konnten an beiden vorbei. Sie haben zwei Plätze gewonnen. Sogar die Fries da hinten an Gasly vorbei. Hier also der klare Vorteil der weicheren Reifen. Wir stechen innen rein gegen Hamilton. In dieser Kurvenkombi sind wir eigentlich sehr langsam im Vergleich zu KI. Aber es staut sich hier eben gerade noch ein bisschen zurück wegen des Verkehrs. Und das sieht so aus, als ob wir jetzt gegen Hamilton hier den. Nicht den kürzeren ziehen, sondern Hamilton ziehen kürzeren. So, die erste Runde lief echt gut. Und jetzt auch können wir uns hier mit ERS ansaugen. Hans Stroll müssen hier auf die Außenbahn. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir jetzt schon auf einem Punkteplatz sind. Tolle Startphase wirklich. Die erste Runde hat sehr, sehr gut geklappt. Wir sind jetzt ganz nah dran an Schumacher, kommen hier auch gut raus. Aus der ersten schnellen Schikane, Schumacher verteidigt innen. Wir versuchen außen den Angriff. Oh, da gibt es den Kontakt. Ah, ärgerlich. Da habe ich mir auch nicht genügend Platz gelassen, weil die hier außenrum vorbei. Und das ist natürlich jetzt nicht gut für unsere Strategie, dass wir jetzt hier einen Frontflügelschaden haben. Das hat mich jetzt sehr geärgert, hier der Fehler von uns in einem Rennen, wo es eigentlich echt gut losging. Klar ist das zwei Runden vorbei und das sollte man auch nicht so viel riskieren, aber ich wäre schon gerne hier vorbeigekommen an Schumacher, bevor sich das Feld so ein bisschen sortiert hat. Und jetzt haben wir eben Frontflügelschaden. Der ist nicht allzu schlimm, aber es sieht so aus, als ob wir da ein bisschen Zeit verlieren. Ich weiß nicht, ob wir quasi den ganzen Stint wie geplant jetzt so fahren können. Und ohnehin werden wir einfach ein bisschen Zeit in der Box dann verlieren. Schade. So, Stand in Runde 7. Wir sind ein Ticken langsamer als Schumacher vor uns, aber wir müssen auch nicht wirklich verteidigen gegen hinten. Wir sind zwar eigentlich ein Tick schneller als wir, aber aufgrund unseres schnellen Autos auf der Geraden kam da bisher noch kein Angriff. Das heißt, noch ist es in Ordnung. Ich glaube, wir verlieren nicht allzu viel Zeit durch den Frontflügelschaden. Schade ist dann, dass wir an der Box dann den Nachteil haben werden. In den letzten Runden mussten wir jetzt doch ein bisschen abreißen. Das sind schon 6 Sekunden der Vorsprung von Schumacher. Und ja, Stroll und Hamilton machen immer mehr Druck. Noch kam immer noch kein zielführender Angriff. Aber trotzdem verlieren wir langsam an Pace. Und ich weiß jetzt nicht, ob es einfach an den Reifen liegt. Die sind ja auch schon leicht abgenutzt. Oder ob es mitunter am Frontflügel liegt. Wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt halten können. Aber noch haben wir eine relativ gute Ausgangslage, trotz Schaden. Wir sind immerhin schon in den Punkten und haben am Rennende die besten Reifen. Und jetzt kommen die ersten Boxenstops. Nach 14 Runden, dann sollten wir doch auch 16 irgendwie hinkriegen im zweiten Stint. Ich glaube, wir haben eine gute Strategie. Einige vor uns jetzt, wie gesagt, an der Box. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Sieht so aus, als ob wir vor allen wieder rauskommen. Das heißt, wir können die noch ein paar Runden einbremsen. Wobei, vielleicht kommen die auch gar nicht so schnell an uns hin, wenn wir jetzt sowieso auf was für Reifen sind die denn jetzt eigentlich? Jetzt kommen die beiden letzten mit den weichen Reifen an die Box, Russell und Albon, und so wie es ausschaut, wechseln die auf den harten Reifen, dass sie dann durchfahren können. Das macht auf jeden Fall Sinn, mal schauen, wo die jetzt gleich rauskommen, aber ich glaube, Russell wird vor uns rauskommen, so sieht's aus, und Albon deutlich hinter uns. Und Stroll hält jetzt schon 17 Runden auf dem weichen Reifen aus. Nicht schlecht, er hält auch hinter ihm die Mercedes auf. Jetzt kommt er an die Box. Das heißt, wir sollten mit unserer Strategie kein Problem haben, was die Haltbarkeit betrifft. Ah, wir verlieren hier fast das Auto. Wir müssen jetzt nur noch 2 Runden hier auf dem Medium-Reifen aushalten. Und vielleicht halten wir so ein bisschen Vettel, Bottas und Ricciardo auf. Vielleicht ziehen wir es dann noch eine Runde länger. Ja, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt in Runde 20 an die Box zu kommen, wie geplant. Wir müssen ja auf jeden Fall noch viel aufholen, wenn wir auf den Frontflügel gleich wechseln. So, jetzt kriegen wir hoffentlich auch die Boxeneinfahrt hin. Das war ganz in Ordnung. Aber wir müssen schauen, wo wir rauskommen. Wir werden auf jeden Fall hinter Stroll und Co. zurückfallen, weil wir auch noch den Frontflügel wechseln müssen. Und weil wir jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit verloren haben auf den abgefahrenen Reifen. Es dauert...
3-4 Sekunden länger. Go, go, go. Ich schätze, dass wir so ungefähr mit dem Alpha Tauri. Ach ja, genau, die sind ja auch noch in der Box gewesen. Okay. Das ist hier ganz schön holprig, hier die Kurven aus, die Boxenausfahrt. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einiges aufholen. Unser Ziel ist auf jeden Fall, ein paar kleine Punkte wenigstens mitzunehmen. Nach diesem verkorksten Qualifying und dem nicht ganz perfekten Rennstart. So, erstmal schnellste Runde hier hingebrettert. Wir müssen jetzt ja auch wirklich pushen auf den weichen Reifen. Wir sind hier kurz davor, die Dreiergruppe vor uns anzugreifen. Und das ist ja die, wo es um den letzten Punkt geht, aktuell Hamilton. Auf dem 10. Platz, und die sollten wir auf jeden Fall noch kriegen können. Aber ob wir da weiter vorne fahren können, müssen wir gleich mal schauen, wie weit ein Schumacher weiter vorne auf Platz 9 fährt. Sind jetzt hier schon sehr nah dran an Stroll. Da gehen wir gleich auf die Innenbahn und sollten hier eigentlich mit DRS problemlos vorbeikommen. Nice move. Good job. Und so sieht's auch aus. Den ersten haben wir geschnappt. Jetzt fehlen noch Norris und Hamilton bis zum ersten Punkt. Und dann haben wir noch gute 10-12 Runden übrig. Können wir Norris schon auf Turn 1 hin angreifen? Ich glaube nicht. Wir müssen uns da noch ein Tick gedulden. Auch er kommt sehr nah ran an Hamilton. Und wenn wir jetzt hier gut rauskommen, können wir ähnlich wie gegen Stroll vielleicht hier schon auf die Innenbahn gehen. Und dann kann Norris eigentlich nicht mehr groß verteidigen. Jetzt kommt aber Hamilton und zieht hier auch nach innen. Eieiei. Was ein Zweikampf hier in den letzten Runden. Norris geht vorbei. Hamilton können wir hier auch außenrum besser rausbesteuern. Das sieht gut aus. Und auch jetzt hier sind wir innen und Norris macht zu. Das gibt's doch nicht. Was für ein Zweikampf. Jetzt wird aber Norris sich nicht mehr verteidigen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir kommen hier schon mit Überschuss. Jetzt noch das DRS an. Er geht auf die Innenbahn. Super gefährlich hier, diese Zweikämpfe. Norris versucht auf Teufel komm raus, den letzten Punkt für sich zu erobern. Und wir verbremsen uns hier in Turn 1 rein. Und trotzdem bleiben wir vorne. Was für ein Zweikampf. Das war jetzt wirklich auf Biegen und Brechen noch. Aber wir haben noch 10 Runden vor uns und ich denke nicht, dass die weichen Reifen so sehr einbrechen werden, dass Norris und Hamilton sich da zurückkämpfen können. Aber starker Einsatz von Norris, der hier auch eine schlechte Startposition hatte und deshalb auf jeden Fall noch in die Punkte wollte. Ende Runde 26, noch 3,3 Sekunden auf Schumacher. Mal schauen, wie schnell wir da hinkommen. Und nur 2 Runden später sind wir jetzt dann in Schlagdistanz zu Schumacher und ich denke, wir können ihn nach der Schikane schon angreifen. Weil wir da dann auf DRS zurückgreifen können. Schauen wir mal, ob wir hier gut rauskommen. Sicherlich nicht perfekt und vielleicht reicht es noch nicht für den Angriff, aber auf jeden Fall sind wir quasi wieder zurück, wo wir in der Anfangsphase waren. Leider noch nicht der Angriff und diesmal werden wir tunlichst vermeiden, uns den Frontflügel an Schumacher abzufahren. Eine Runde später, jetzt aber hier schon sehr nah dran an Schumacher. Diesmal gehen wir gleich nach innen, bevor der auf die Idee kommt hier. Boah, der fällt fast in uns rein. Aber wir sind ohne Probleme an Schumacher jetzt vorbei. Auf Platz 9. Ein Punkt mehr jetzt auf unserem Konto. Die Frage ist, können wir vielleicht noch Richtung Ocon und Sainz angreifen? Wir haben noch 6 Runden und der Vorsprung von denen ist knapp 6 Sekunden. Wer weiß, ich glaube, wir könnten die Lücke schon schließen. So wie es ausschaut, kämpfen da vorne Ocon und Albon. Und Sainz, Albon jetzt hat 2 Plätze irgendwie verloren. Das ist natürlich gut für uns, dass wir da näher hinkommen. Aber die weichen Reifen sind jetzt nicht mehr so dominant im Vergleich zu den harten Reifen, dass das ein Kinderspiel ist. Aber wir versuchen jetzt nochmal alles rauszuholen aus dem Auto. Und wir starten jetzt schon die vorletzte Runde und sind noch nicht im DRS-Fenster von Albon. Vielleicht kommen wir da aber jetzt rein hier. Nein, ich glaube immer noch nicht. Das heißt, es wird, wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, in der letzten Runde wahrscheinlich der Versuch des Überholmanövers an Albon zumindest noch geben. Russell jetzt noch mit der schnellsten Runde. Sogar mit den harten Reifen ist der Pick schneller als wir. Schade. Gleich kommt womöglich noch der letzte Spannungsmoment in diesem Rennen. Wir werden jetzt relativ nah an Albon rankommen und dann hoffentlich die Chance haben, an ihm vorbeizugehen. Vorausgesetzt, wir fahren die Schikane nicht und das war nicht gut gemacht. Kommt trotzdem mit ein bisschen Überschuss, aber auch Albon hat das DRS. Oh, das wird schwierig, da den Angriff zu setzen. Es sieht nicht so aus, als ob wir das noch schaffen. Hier den Berg rauf wird es richtig schwierig, da können wir nicht vorbei. Wenn wir hier irgendwas riskieren, aber in der Kurve sind wir sowieso nicht gut im Vergleich zur KI.
Was ist eigentlich, dass wir jetzt hier in diesem Zug hinter den drei Autos herfahren und nicht mehr vorbeikommen? Zwei Runden länger. Das hätte uns geholfen. Und ich glaube, hier schaffen wir es auch nicht mehr vorbei. Oh, zu früh am Gas. Okay, und das war's. Schade. Aber immerhin noch zwei Punkte geholt nach dem Rennen, was echt schwierig zu fahren war. Wir haben ein gutes Rennen trotzdem gezeigt am Ende. Immerhin ein paar Punkte. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Reach the peak, so I've been really well focused on success. Hey, y'all will see, yeah, you'll see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way, yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah, making rest every day. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop working, we go and you go in insane. Kommen wir abschließend zur Rennanalyse und reden wir erst über unseren 9. Platz. Es ist ein bisschen schade, muss man sagen, dass wir jetzt da nicht noch ein paar Plätze gut gemacht haben. Ohne den Frontflügelschaden hätten wir sicherlich den 6. Platz geschafft. Weiter vor wären wir wahrscheinlich nicht gekommen. Da hätte schon alles perfekt laufen müssen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir im ersten Sinn verloren haben durch den Schaden. So leider hat es eben ganz knapp nicht gereicht. Das sind 6 Punkte Unterschied. Und mit diesen 6 Punkten hätten wir fast sicher den 2. Platz in der Fahrer-WM gehabt. Jetzt wird es doch nochmal ein bisschen knapp, weil Vettel sich mal wieder durchgesetzt hat gegen seine ganzen Konkurrenten und auf Platz 2 ins Ziel gekommen ist. Starkes Podiumsplatz auch von Ricardo. Der hat den Bottas sich geschnappt und die sind jetzt, soweit ich weiß, gleichgezogen in der Fahrer-WM. Das sehen wir uns aber gleich, oder das sehen wir gleich noch. Dann haben wir Verstappen auf Platz 5, Albon am Ende ein bisschen gestrauchelt, nur auf Platz 8 ins Ziel gekommen und Schumacher holt sich den letzten Punkt im Ferrari. Ansonsten mal wieder keine Punkte für Racing Point und immerhin hat Sainz 6 Punkte mitgenommen. Schauen wir also gleich, was das dann in der Konstrukteurs-WM auch bedeutet. In der Fahrer-WM sind wir jetzt noch 17 Punkte vor Vettel, das heißt, es muss wirklich, wir dürfen nicht ausscheiden in Abu Dhabi, weil wenn Vettel dann wieder Zweiter wird, in der Hoffnung, dass Russell das Ding wie immer sicher holt, ja, dann haben wir um einen Punkt den 2. Platz hergeschenkt und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen auf jeden Fall Vizemeister werden und ja, ich denke, die Karten stehen gut, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir das Auto nicht gegen die Wand setzen im letzten Grand Prix. Ricardo hat es jetzt, wie schon gesagt, gleichgezogen mit Bottas, sehr, sehr stark im Renault, der ja eigentlich echt nicht so schnell ist diese Saison. Man sieht es auch an Ocon, der ist nur 8er, hat sich jetzt aber auch Perez gekrallt. Und ansonsten gab es keine Verschiebungen in der Fahrer-WM, aber die Konstrukteursrangliste ist sicherlich richtig spannend. Warum? Weil McLaren jetzt ein bisschen Vorsprung auf Racing Point gewonnen hat. Racing Point nur noch 6. mit 77 Punkten an der Stelle. Das war es jetzt vom vorletzten Grand Prix der Saison. Wir sehen uns dann zum Saisonfinale in Abu Dhabi wieder, in dem wir hoffentlich den 2. Platz sicherstellen können. Und ja, dann wird auch die aktive Fahrerkarriere hier, oder die aktive MyTeam-Karriere müsste man sagen, bei Formel 1 2020 abgeschlossen sein. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr entweder im nächsten Video oder dann in einem separaten Video. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin, ciao und servus.